Hallo Leute und willkommen zu der zweiten Folge von der Minecraft Bodenshow. Ich bin's wieder, euer Host, der Michael von MiningTube. Und ja, wir fangen gleich mal an mit 10 Böden. Und ja, zuerst haben wir mal sowas hier. So eine Mischung von also Sandstein, Quarz und Eis. Und ja, wir sehen hier Treppen, Stufen, Eisblöcke. Eisblöcke kann man ja jetzt bekommen mit Silk Touch. Hier noch Sandstein. Das ist eine gute Mischung, finde ich. Der Quarz und der Sandstein. Wenn sowas ein bisschen helleres, hellblau ist, was auch so ein bisschen was Weißes mit drin hat, passt dann auch wieder gut zum Quarz. Und ja, finde ich gut, die drei Blöcke. Dann auch hier in der Mitte so einen Pillar. Da könnt ihr auch zwischen zwei Blöcken entscheiden oder sogar zwischen drei. Entweder nehmt den ganz normalen Quarzblock, ist ein bisschen langweiliger. Oder den Chisel. Oder den hier. Oder halt schräg, dann ist aber irgendwie nicht so. Naja, geht eigentlich auch. Also, entscheidet selbst. Mir gefällt es so am besten. Und wir kommen zum nächsten. Jo, das ist eigentlich fast das gleiche wie das hier. Nur, dass die Ecken ein bisschen anders sind. Jo. Also, wir haben hier eine Mischung von Steinstufen, Lehm, Quarz wieder mal und Steinziegel. Es ist eigentlich ganz gut. Also, das ist so ein bisschen von hell zu dunkel. Also, Quarz, dann Lehm, dann Stein. Oder Quarz, Steinstufe, Lehm und Steinziegel. Oder so. Ja. Und irgendwie, das gefällt mir auch irgendwie. Mit dem Lehm und so. Das ist. Irgendwas hat es so dabei, das es so cool macht irgendwie. Weil Lehm nimmt man eigentlich nicht oft. Als Boden oder so. Deswegen ist mal cool, den auch so ein bisschen zu benutzen. Ja, dann haben wir hier was für den Nether. Das ist auch so ein bisschen wieder geändert. Ein bisschen eine andere Version als die vorherige. Das ist nämlich hier noch ein ganzer Block. Und ja, hier seht ihr schon Nether-Style, Obsidian, Nether-Stein, Nether-Ziegel. Könnt ihr in eurer Nether-Basis irgendwo hinbauen. Und ja, ich habe es noch nicht gesagt, aber ihr könnt diese Böden leider nicht wiederholen. Also das sind ja 5x5 Böden. Wenn es 4x4 wären, dann könntet ihr das wahrscheinlich schon, aber das geht mit 5x5 nicht, weil wie wenn man hier jetzt weitermachen? Könntet vielleicht nochmal so Steinziegeltreppen nehmen, aber würde man hier einsinken und das wäre dann nicht so gut. Deswegen werde ich in der nächsten Folge mal 4x4 oder 3x3 Böden machen. Ich glaube 4x4, dann könntet ihr auch wiederholen und dann zeige ich auch, wie das geht. Ja, und ihr habt schon gesehen, dass auch eine kleine Erhöhung dabei, die Stufe hier. So, dann haben wir hier so ein bisschen, ja, Stadtstyle irgendwie, oder ich weiß nicht, wie soll man das nennen. Sieht auf jeden Fall geil aus mit dem Pflasterstein und dem Fichtenholz und diesen chiseled Sandsteinblöcken. Sehr cool, finde ich. Hier kann man dann auch noch solche Türme machen, wenn man es will. So irgendwie. Und dann nochmal den. Wenn das einem gefällt, kann man das machen. Dann vielleicht hier nochmal. Ups. So, ich weiß nicht. So gefällt es mir eigentlich besser. Und wir kommen zum nächsten. Das hier ist so ein Schwarz-Weiß-Design. Das, da habe ich mir gedacht, das muss einfach mal sein jetzt mit den Quarzblöcken. Konnte man eigentlich davor auch schon mit weißer Wolle, aber da gab es ja noch keine weiße Wolle-Treppen. Also weiße Treppen sozusagen. Und deswegen habe ich jetzt mal das hier gemacht, was mir auch wirklich gut gefällt. Ich glaube, das ist mein Top-Favorit von heute. Und da gibt es auch so geile Pillarblöcke von oben, die auch so geil dazu passen. Ach, so geil. Und da kann man auch, hat man auch wieder mehrere, kann man auch wieder mehrere Entscheidungen treffen, wie man es jetzt haben will. Entweder so oder so oder so oder alles so. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Oder halt so. Wie es euch alle am besten gefällt. Mir gefällt es ehrlich gesagt so am besten. Ist auch so ein bisschen, ja, aufgeräumter, kann man sagen. Sieht so ein bisschen schön aus, finde ich.
Aber jeder seine eigene Meinung. So, dann haben wir hier so ein bisschen eine Mischung von Gravel und Pflasterstein, was auch gut zusammenpasst. Das ist nämlich so für Wege und so, wenn ihr... Ja, wenn ihr halt Wege bauen wollt. Jo, dann könnt ihr das gut nehmen, weil Gravel sind ja auch irgendwie so kleine Kieselsteine. Kann man eigentlich sagen. Und Pflastersteine sind ja auch so Steine. Deswegen passen die gut zusammen und man sieht auch, dass es eigentlich auch ein Weg sein soll. Ja, dann haben wir hier nur Treppen, außer in der Mitte ein Fichtenholzbrett. Und ja, wie man das macht, ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich habe es so gemacht, dass ich zuerst die Treppen in der Mitte geplatziert habe. Und dann die hier, müsst ihr aufpassen, dass die nicht irgendwie, dass sie die nicht so platziert wie die hier. Also einfach so hinstellen und dann platzieren, damit die auch so ein bisschen schräg ist. Und ja, hier auch einfach platzieren, dann sollte das auch so aussehen. Das ist dann ziemlich cool mit den ganzen Einhebungen da. Sieht gut aus. Ja, dann haben wir hier weiße Wolle, Fichte, Eiche hier. Und ja, Fichtenholztreppen. Ist auch eine gute Mischung, Fichte und weiße Wolle, finde ich. Vielleicht kann man auch noch Quarz dazu mischen. Mal schauen, wie das so ist. Ist auch ganz gut. Quarz, ja. Also wenn ihr mal irgendwas mit weißer Wolle macht, könnt ihr das auch mal mit Quarz tauschen und das würde dann eigentlich genauso aussehen. Nur ein bisschen besser. Ja, das sieht jetzt echt besser aus als davor, muss ich schon wirklich zugeben. Hammer. Gut, dann haben wir hier das nächste mit Fichte, Birke, Eiche und ja, Fichte hier in der Mitte. Fichtenbrett. Auch wieder saugeil mit den Treppen hier. Richtig gut. Und dann haben wir hier nur so eine kleine Mischung von Fichte und Dschungelholz. Was auch gut ist. Ich weiß nicht, wo man das anwenden kann am besten. Ist aber auch so, ja, Bodenstyle oder so für Wege. Bin mir nicht sicher. Aber es sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Hier haben wir nochmal einen ganz kleinen Überblick über alle Böden von heute. Ich hoffe, sie haben euch heute wieder gefallen. Und ja, jetzt will ich euch noch ganz kurz was zeigen. Weil ich zurzeit wirklich viele Abos bekomme, also so als kleines Dankeschön möchte ich euch jetzt noch kurz was zeigen. Ja, und hier sind wir auch schon. Ich habe heute noch zwei Clocks für euch. Das ist einmal die hier. Könnt ihr ja sehen, wie sie gebaut ist. Hier auf dem zweiten Tick der Repeater. Und dann geht das so. Ein bisschen langsamer als die hier. Und die baut man so. Und da braucht er dann noch einen Repeater, weil das Signal sonst zu schnell an- und ausgehen würde. Und das dann die Pisten nicht registrieren würde. Ja, also das waren wieder mal die zwei Clocks für... Oder nicht wieder mal, sondern einfach mal so als Dankeschön. Zwei Clocks für euch. Macht einfach so weiter, ihr seid die Besten. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Haut rein. Kommentieren, abonnieren, favorisieren, gefällt mir drücken. Dankeschön.